Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, immer noch die Mission Lagerkoller. Ja, wir ziehen den zweiten Wohncontainer-Schlitten oder wie sich das Ding nennt, einfach nur Container, auf Kufen zum Nordlager. Da haben wir letzte Folge ja den einen schon hingebracht. Fehlt nur noch dieser eine. Und ich hoffe, das klappt so gut wie mit dem ersten. Allerdings haben wir hier schwierigeres Terrain, also einmal durch diese Schlucht hier, wo jetzt kommt, und ja, dann unten auf dem Eis entlang, das müsste klappen, aber dann kommt noch so eine kleine Route durch Bäume durch und über viele kleine Felsen oder Steinchen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie das klappen wird, aber wir lassen uns überraschen. Oh, der erste Motorschaden haben wir schon. Vielleicht muss ich doch ein bisschen langsamer machen hier. Ich wusste nicht, dass der hier so rumbockt, unser Tatra. So schlimm sieht es ja hier eigentlich gar nicht aus. Aber man täuscht sich hier gerne. So. Den großen bisschen auslassen, wenn es geht. Ich hoffe, da durch die enge Stelle kommen wir auch durch. Das ist ohne Probleme. Hoffentlich klappt es. So, ich muss ein bisschen näher ran, sonst habe ich die Kamera, wenn ich auf die Felsen zudrehe, dann spinnt die hier gerne ein bisschen oder die setzt sich halt dann über die Felsen und so weiter. So, das sieht schon mal passend aus. Mal nach hinten schauen. Zu viel nach hinten schauen ist nicht gut, wenn man nicht sieht, wo man hinfährt. Okay, hier noch drüber. Und dann ist die Schlucht schon mal geschafft. Das hat ja dann doch gut funktioniert. Oh, der Container kommt gut mit. Das passt. So, bergab. Und auf dem Eis können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Da brauchen wir ja nicht im kleinen Gang fahren. So, ich probiere es hier vorne. Hoffe, das Eis hier ist stabil. Na, zu schnell sollten wir nicht werden. Da hüpft er doch ganz schön rum hier über diese Eisschollen. Auch aufpassen. Den Reifenschaden. So, Moment. Da müsste ich abbiegen. Da hatte ich bei der Herfahrt schon ein bisschen Probleme. Ist die Frage. Ich glaube, ich nehme diesmal den längeren Weg. Nicht die Abkürzung, weil ich glaube, das geht nämlich ein bisschen schneller. So, Handbremse öffnen. Dann kommen wir auch mal voran. Oh ja, eigentlich nicht über das Geröllfeld fahren. Nehme ich doch lieber die paar Schollen hier mit. Ich könnte auch ganz auf dem Eis fahren. Naja, der Container wird da schon drüber hupfen. Im Eis einsinken will ich auch nicht. Also hier, ich glaube, hier ist fest. Ich bin mir echt bei den Stellen immer noch nicht ganz sicher, was hier befahrbar ist und nicht. Man kann es einigermaßen erkennen, aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit. So, ich mach mal den Haargang rein. Dann gibt es keine Probleme mit Reifenschäden. Weil da kommt sowas relativ selten vor, aber hier komme ich gar nicht durch, oder? Was ist das? Nee, ich glaube, ich fahre da durch. Oder fahre hier weiter, besser gesagt. Umkurve das mal elegant. So, nur meine Markierung nimmt es jetzt natürlich nicht mit. Dann setze ich die einfach dahin. Genau, das ist die Stelle, die ich vorher meinte. Hier muss man durch. Ist auch so ein kleines Geröllfeld. Und ich hoffe, der Container macht uns da keinen Ärger. Aber wenn er weiter so gut hinterherrutscht wie bisher, passiert da nichts weiter.
So, die Bäumchen vom letzten Mal, die ich umgefahren habe, sind schon wieder nachgewachsen. Ja, das ist mal Natur, würde ich sagen. Ruckzuck stehen die wieder. Hier würde sich jeder Holzfäller freuen. Hier wird er nie arbeitslos. Das Zeug wächst so schnell nach. Ach ja. So. Da sind wir doch tatsächlich ohne Probleme durchgekommen. Das ging einfacher, als ich vermutet habe. So, benutzen wir mal ein bisschen Differential, bis wir hier auf dem Weg sind, um es mal so auszudrücken. Das ist nur meine Spezialschlammlöcher. Ich glaube, das war das hier, wo ich letztes Mal so eingesunken bin. Ja, das war das. Diesmal überrascht es mich nicht. Gut, ich komme zwar nicht voran. Zwar nur langsam, aber es geht voran. Okay, ich komme doch voran. Ohne dass ich die Winde da noch ändern muss, mich da rausziehen muss. Wäre auch gelacht gewesen. Wusste doch der Tatra packt das. So, da vorne ist die Abgabestelle. Sehr schön. Sehr schön. Komm schon. Das bisschen Tiefschnee schaffst du auch noch. So, ich hoffe, ich muss die Container nicht noch irgendwie umsetzen oder sowas. Weil den einen habe ich ja da reingezogen. Aber da das der zweite Container ist, hat es den erstmal nicht angenommen für die Mission, glaube ich. So, rein damit. Sehr schön, beide da. Bei dem einen kann man jetzt zwar die Tür nicht aufmachen, aber na gut. Das soll ja nicht mein Problem sein. Okay. For Eigner. Ja, den Ford, den will ich ja auch mal noch holen. Der soll dahin. Das ist auch ein gutes Stück. Den Tatra lasse ich hier stehen. Da drüben ist noch ein Anhängershop. Da kann ich dann nochmal einen Anhänger holen, auftanken. So, hier habe ich mal den Voron AE4380 hingeparkt. Mit dem machen wir jetzt die Mission Knietief. Knietief. Moment, die habe ich noch. Die habe ich noch gar nicht. Okay. Und dann fahre ich da hin und hole die mir mal ab. Oh, das geht schon gut los. Ja, ich nehme an, da muss man auch ein kleines Fahrzeug abschleppen. So, kommt der da so durch? Inzwischen sind alle meine Fahrzeuge oder fast alle hier mit Schneeketten ausgerüstet. Also, oh, das sieht sehr gut aus. Wie der sich da durchpflügt, das gefällt mir. So, ich hoffe, die Mission gibt es da jetzt auch. Also, ich nehme es doch mal an. Sonst habe ich ein Problem, aber es sieht mal so aus. Ja, den kleinen Loaf hier soll man anzeigen. Ich bin vorgestern zum Forsthaus raus, habe mich aber festgefahren und mir dabei die Federung beschädigt. Habe es kaum zu Fuß rausgeschafft und weiß nicht, was ich mit meinem Wagen tun soll. Du bist meine einzige Hoffnung. Ach, reparieren muss ich den auch noch? Oh, das ist natürlich jetzt... naja, reparieren kann ich dann wohl nachher. Wo soll denn der hin, der Hübsche? Wo soll der hin? Also ich muss ihn zuerst reparieren und betanken. Das ist natürlich suboptimal. Aber ich glaube, man müsste die Mission jetzt hier angucken können. Amateurmechaniker. Ah, hierher. Da waren wir auch schon mal. Gut, das ist nicht so weit. Da würde ich sagen... Hier rüber. Hier zurückfahren. Da lang. Wir können mal diesen Weg nehmen. Da bin ich bis jetzt noch nicht durchgefahren. Ich hoffe, das klappt. Also hier hoch bin ich noch nicht gefahren. Und dann einfach hier rüber. Ja, also... Ja, genau so geht's nicht. Also ich schleppe den einfach mal dahin. Und dann muss ich mal irgendwie gucken, dass ich noch ein Reparaturfahrzeug erwische. Unterwegs. Ansonsten muss ich da mit irgendwas anderem noch hineiern. Natürlich ein bisschen blöd ist. Und wir können ein bisschen betanken. Dann kann er, glaube ich, ein bisschen mithelfen. Gib ihm mal 20 Liter. So, markiere ich mir kurz... Quatsch, markiere ich mir kurz den Weg. Habe ich doch schon. Manchmal bin ich echt Banane. Also,
So, ich glaube, ich habe den zu weit an, zu nah angehängt zum Wenden. So geht's, glaube ich, ein bisschen besser. Der Voron hat ja auch keinen so einen fantastischen Wendekreis. So, jetzt kann ich ein bisschen näher ranholen, den Kollegen. Ich weiß ja nicht, was mich hier so erwartet. Also diesen kurzen Weg hier hoch. So, kann ich den starten? Oh ja, er startet zumindest. Also gut. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, irgendwo da zwischendurch geht's. Na dann. Frisch voran. Ich hoffe, ich komme durch die Bäume durch. Und dass nicht hier irgendein Fehler war. Naja, gut, es sieht gut aus. Bis jetzt. Bis jetzt haben wir noch Platz. So, hier hoch. Zwischen Felsen durch. Oh, da vorne, das gefällt mir eher weniger. So, komm noch ein bisschen ran. Viel Platz zum Manövrieren haben wir ja nicht. Ja, passt das? Das passt. Okay. So. Da wäre eine Straße. Da müsste man auch nur rüberkommen. Also ich nenne den Weg hier das festgefahrene, den festgefahrenen Schnee, nenne ich mal Straße. So, und hier komme ich wieder zu meinem Freund, das Eis. Ja, und ich weiß wie genau. Das ist eher schon Schlamm. Ich wollte darüber. Vielleicht fahre ich auch... Na, Moment, du bist falsch. Vielleicht fahre ich besser so lang. Oh, hier sinkt man ganz schön ein. Ja. Na, ich glaube, hier rüber war die bessere Idee. Wie da irgendwo zwischendurch. Ich weiß zwar nicht, ob der Weg hier besser ist, aber es sieht angenehmer aus. So, der Loft hat da hinten anscheinend noch Sprit, also sollte das passen. Ja, und zum Voron AE hier, super Fahrzeug. Und dem kommt man hier auch mit Schneeketten wunderbar voran, weil da, bei dem gibt es nämlich Schlammbereifung mit Schneeketten. Und das ist mal richtig gut. Moment. Hier an der Seite fahren. Das Eis immer so schön knirscht. Da habe ich immer Angst, dass da was unter mir wegbricht. Oh. Okay, hat gepasst. Ich müsste doch eigentlich hier in der Nähe. Müsste hier nicht irgendwo noch der Tatarin stehen? Der hat doch Reparaturwerkzeug dabei. Da hinten steht der. Oh. Ist weit weg. Da ist der Tatra näher dran. Und hier ist noch der Tutz, der Kleine. Der hat einen Service-Anhänger. Hm, vielleicht hole ich den mal. Den habe ich einfach mal da stehen lassen, nachdem ich ihn gefunden habe. Den bekommt man dann da auch. Und da steht ein Service-Anhänger mit dabei. Deshalb ist der doch einigermaßen in der Nähe, um da mal hinzufahren und den Kahnlauf zu reparieren. So, was für einen Weg habe ich mir hier ausgesucht? Na, ich glaube, da drüben geht's hoch. Ja, wow, nicht in den Tiefschnee. Das wollte ich eigentlich auslassen. Aber wie immer, hab's voll erwischt. Na, nicht umschmeißen, das Ding da hinten. So, das bröckelt, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, hier ist nicht so tief. Ich glaube, ich vertue mich hier schon wieder mit nicht so tief. Ja. Nur einmal bitte rückwärts, wenn es noch geht. Doch hier irgendwie rüberkommen, oder? Also hier sah es jetzt echt nicht so tief aus, als dass das... hat mich wieder getäuscht. So, gehe ich es nebendran. Ah, okay, hier geht's.
Hier ist nicht so tief. Ja, ich überrascht. Eigentlich dachte ich, die Stelle sei tiefer. Na, super. Da haben sie wieder einen Weg für Motorräder hochgebastelt. Irgendeine Motocross-Maschine. Aber mit dem Truck hier durchkommen. Nur was außenrum. Die Bäumchen schaffen wir. Dass ich hier schon Bäume umgefahren habe in dem Spiel. So, hier kommt wieder so ein Spezialloch, wo man wieder absäuft. Ja, genau. Vorsicht, Vorsicht. Immer schön in Kipprichtung lenken. Dann kann man es vielleicht noch retten. Also hier hat es geklappt. Haben sie lauter solche Dinger reingebastelt. So, kann ich da quer rüberfahren? Ich probiere es einfach, ob ich da jetzt durch die Löcher fahre oder hier durch den Tiefschnee. Dann hoffe ich, der Tiefschnee geht. So, und hier wohnt der Mechaniker. Naja. So ein altes Gestell hat er im Hof stehen. Und so eine Reparaturrampe. Deshalb ist er auch ein Amateurmechaniker und kein Profi. So, jetzt muss ich ihn auch noch da hochziehen. Ja, genau. Mach ihn noch mehr kaputt, wie er eh schon ist. So, komm. Schlepp ihn da hoch. So, nächste Aktion ist was? Die Aufgabe anzeigen, okay. So, wir schalten den Motor mal ab, tun ihn abhängen. Und ja, reparieren müssen wir noch. Dann hüpfe ich doch, wo ist denn der? Das ist er. Dann hüpfe ich doch kurz in den rein. Oh, mit dem Kleinen den Anhänger schleppen. Na, ich weiß nicht so ganz. Aber ich probiere das jetzt einfach. Ob es gerade wohl. Wie komme ich denn hier drüber? Von der Seite gar nicht. Ich muss also praktisch hier entlang. Das könnte ja auch noch lustig werden. Nun gut. Ja, das könnte lustig werden, weil ich habe keinen Sprit. Ich könnte ihn reparieren. Beziehungsweise ich kann ihn nicht reparieren. Er hat keinen Sprit. Ach, das ist ja wieder... Mann. So war das jetzt wieder gar nicht gedacht. Hier gibt es auch noch ein Upgrade. Und hier steht immer noch der Kolob rum. Den habe ich schon ganz vergessen, dass ich den noch habe. Okay, dann mache ich das anders. Wie viel brauche ich denn Reparaturpunkt? Die habe ich. Dann kann ich eigentlich den Tatra nehmen. Der hat 450. Ja, das reicht ja easy. Nur mit dem Sprit wird es nicht ganz klappen. Schätze ich einfach mal. Dann würde ich sagen, ich hole da am Anhängershop, tanke ich den Tatra voll. Und beim nächsten Mal fahren wir hin. Und reparieren den kleinen Clan Loaf und haben eine Mission abgeschossen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.